Also angefangen hat es mal mit einem Kauf dieser Hofanlage. Das war so mal mein Traum immer, mal so einen alten Hof zu haben. Und weil ich halt dieses Oldtimer-Hobby habe, braucht man immer Platz. Und haben dann ein Konzept entwickelt, dass wir hier ein Wohnen mit Oldtimern machen. Also ich habe dann dieses große Gebäude hier gesehen, habe gesagt, okay, da können wir doch für 500 Quadratmeter für einen allein, ist viel zu viel oder für ein paar. Was machen wir da draus? Wir machen da 6 Wohnungen draus und versuchen da Leute zu bekommen, die auch diese Oldtimerei mögen. Weil wir halt schon immer vorhatten, was mit Oldtimern zu machen. Und wenn wir jetzt Leute hier reinholen, dann müssen die natürlich auch damit klarkommen, dass wir hier unsere Oldtimer haben. Sonst macht es wieder keinen Sinn. Und so haben wir dann halt ganz viele Freunde gefunden, auch aus unserem Bekanntenkreis, die gesagt haben, wenn du das machst, sind wir sofort dabei. Gut, wir haben vor, im Prinzip hier auf der Seite mit den Fördermitteln ein kleines Hofcafé umzusetzen. So in Verbindung auch mit der anderen Geschichte, die wir gemacht haben, diese Oldtimer-Privatmuseumsgeschichte. Also auf der Seite hier drüben werden mehrere Einstellplätze für Oldtimer entstehen, die dann dementsprechend auch eine relativ große Glasfläche nach vorne bekommen werden, sodass man die auch von hier vom Hof her sehen kann. Und im oberen Bereich werden wir dann natürlich später noch versuchen, dann auch Wohnraum zu generieren, sodass man praktisch Wohnen und Oldtimer zusammen hat. Und auf der Seite ein kleines Café, was dann halt zeitweise geöffnet hat, wenn wir hier kleine Veranstaltungen haben oder vielleicht auch mal am Wochenende, wenn es passt. Oder dann letztendlich auch als Einkehrpunkt für Radfahrer, die ja hier in der Gegend sehr vertreten sind, die sich dann hier ein bisschen erfrischen können, können sich dann hier die Oldtimer angucken, die hier draußen stehen. Die Oldtimerbesitzer wohnen hier, pflegen ihre Fahrzeuge hier auch. Und ja, so soll das Ganze recht gemütlich dann gestaltet werden, so als historische Stätte hier. Das ist ja alles unter Denkmalschutz. Alles zusammen im Prinzip so als gemütlichen Punkt, wo man dann letztendlich dann auch seine Zeit verbringen kann und es auch ganz schön finden kann hier. Also ich habe eigentlich nach einer Förderung gesucht für ein Denkmal und bin dann irgendwann nach vielen Versuchen dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, für Denkmal gibt es eigentlich nichts für uns hier. So toll ist das Denkmal dann doch irgendwo nicht für irgendjemanden. Und bin dann aber über den Bürgermeister dann auf die Kontakte gekommen zum Herrn Bartels und Herrn Schmidt. Die sind halt auf den Hof gekommen hier und haben diese ganzen Oldtimer hier stehen sehen. Und sagten, pass auf, Herr Lommeck, also Denkmal können wir hier vergessen, aber hier gibt es ganz andere Sachen, die wir machen können. Sie haben doch hier Oldtimer, die kann man doch auch präsentieren. Sie haben doch hier eine schöne Ecke, da kann man auch ein kleines Hofcafé reinmachen. Und so sind Ideen gekommen, die wir eigentlich schon hatten, aber nie daran gedacht haben, dass es da eigentlich eine Förderung für geben würde. Also haben wir was ganz anderes gesucht und haben das dann gefunden. Eine kleine Bühne, da wollen wir dann so Kleinkunst, kleine Konzerte, Comedy-Geschichten, was auch immer, dann so eine Bühne bieten, wo man sich dann halt mit uns dann absprechen kann und hier was vortragen kann. Ne? Mhm. Alles nicht besonders riesig, aber das ist, denke ich, ausreichend. Wir haben schon 2-3 Sachen jetzt gemacht, die wirklich gut gelaufen sind. Und das ist immer ein Riesenspaß auch für alle.